Und wir kommen zum nächsten Thema bei uns im RTV Magazin, denn Ministerpräsident Matthias Platzeck war zu Gast und hatte sein neues Buch vorgestellt. Mehr im Beitrag. Bücher gibt es in der Ulrich von Hutten Buchhandlung viele, aber seit geraumer Zeit auch ein ganz spezielles. Unter dem Titel Zukunft braucht Herkunft, deutsche Fragen, ostdeutsche Antworten zieht der brandenburgische Ministerpräsident Matthias Platzeck seine eigene Nachwendebilanz. Der Antrieb war ein ganz schlichter, wenn Sie so wollen. Ich habe mich gefreut, dass wir eine Debatte über Ostdeutschland kriegen, habe mir gewünscht, also 20 Jahre Mauerfall, habe mir gewünscht, dass diese Debatte eine wird von Optimismus getragen, von Selbstbewusstsein getragen, von Identitätsgefühlen zwischen Rostock und Suhl, nach dem Motto, wir haben hier was geschafft, wir haben aus einer tiefen Depression was aufgebaut, wir haben eine Deindustrialisierung überstanden, wir sind wer. In einer lockeren Gesprächsrunde mit Modchef-Redakteur Frank Mangelsdorf stellte der Ministerpräsident am 9. Juni sein neues Buch den rund 130 interessierten Besuchern vor. Mein Großvater hat immer gesagt, behalt die Füße, egal was du machst, an der Erde. Der hat auch immer so gelebt, das ist für alle Lebenszeiten gut und am Ende deines Lebens kann es lebensrettend sein, sagt er, wenn du dann mal so für dich selber, damit du nicht verrückt wirst, wenn du irgendwie mal abgeschwebt bist. Zweitens, ich habe das auch versucht umzusetzen, zum Beispiel wohne ich heute noch in derselben Wohnung, im selben Haus, wo ich schon zu DDR-Zeiten gewohnt habe, mit denselben Mitbewohnern, die halten mich auch noch aus und wir sitzen immer noch abends auf dem Hof, wenn es Zeit ist, und grillen zusammen und ähnliches. Das ist, sind auch dieselben Nachbarn in den Nachbarhäusern links und rechts, das hilft, weil die unverstellt sind. Im Anschluss an die lockere Gesprächsrunde nutzten zahlreiche Besucher jetzt die Gelegenheit, sich ein Buch signieren zu lassen. Ich fand diese Veranstaltung hochinteressant, weil sie sehr viel aussagte über die Befindlichkeit der Menschen in den letzten 20 Jahren und weil sie auch auf das hingewiesen hat, worauf die Menschen in dieser Region stolz sein können. Fand ich sehr interessant, muss ich sagen, erfrischend, er ist sehr realistisch, ja. Kompromissbereit. Auf der anderen Seite kann er auch wirklich klar sagen, was Phase ist. Und das machen nicht viele und es können noch nicht viele. Und das macht er eben auch, nicht? Insofern war das eine sehr kurzweilige Sache heute. Ich hätte gern noch mehr gehört.